Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Heute geht es um das Ranked-System, was ordentlich überarbeitet werden soll. Wieso? Die meisten von euch haben es natürlich sicherlich mitbekommen. Durch die Überarbeitung von Season 11 auf Season 12 war es extrem einfach, durch das Punktesystem in Season 12 relativ easy einen anderen Rang, den man so vielleicht noch nie erreicht hat oder nur relativ schwer erreicht hat, relativ einfach zu erreichen, weil man ab Platz 5 extrem viele Punkte schon bekommen hat, ohne extrem viel dafür zu tun, alleine schon durch Positioning. Und das soll jetzt in Season 13 wieder geändert werden, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, denn es soll ein Feature im Ranked-System kommen. Das habe ich vor Monaten erstmalig gehört und es soll wohl angeblich, und das habe ich von einigen Spielern schon gehört, es soll angeblich tatsächlich jetzt schon kommen in Season 13, sprich, ihr habt vielleicht gerade Diamant erreicht oder gerade Platin erreicht, habt danach sofort eine richtig bescheidene Runde und ihr seid gerade so an der Punktegrenze gewesen. Soll es jetzt so sein, dass ihr von Dia wieder zurück auf Platin 1 fallen könnt, als Beispiel, oder eben von Master wieder zurück auf Dia 1 oder von Platin 4, nee, von Platin, na ihr wisst, von Platin auf Gold und so weiter und so fort. So soll es sein. Es könnte tatsächlich sein, dass das aber eher in den höheren Rangstufen erst passiert, bis wohl angeblich mindestens Dia auf Platin. Platin auf Gold kann wohl noch passieren, aber angeblich könnte es so sein, dass wir von Gold nicht auf Silber fallen können. Das ist so grob die Vermutung. Und was das natürlich so ein bisschen bestärkt, ist die Beschreibung auf der offiziellen EA-Seite. Ranked Reloaded, Rise and Fall through the ranks together in a rework ranked und so weiter und so fort. Diesmal soll das System eher belohnt werden durch Teamwork und Skills und nicht einfach das bloße Positioning, ohne dass man wirklich viel dafür getan hat. Und das Rise and Fall through the ranks soll genau dieser Wortschatz sein, der auch vermuten lässt, dass wir nicht in den Unterklassen zwischen Platin 4 und Platin 1 zum Beispiel fallen können, sondern darüber hinaus. Und da bin ich, wie gesagt, auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von diesem System? Als ich es vor ein paar Monaten erstmalig gehört habe, fand ich die Idee an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn ich mir jetzt Leute vorstelle, denen ihre Stats, wie viele Kills, KP, hast du nicht gesehen, total egal sind, die vielleicht auf Dia sind und haben nächste Season aber Bock auf Bronze-Lobbys richtig durchzurasieren und die starten eine Runde nach der anderen, nur um die Minuspunkte zu kassieren, bis sie vielleicht ganz weit unten angekommen sind, dann ist das vielleicht schon eine richtig bescheidene Idee. Das ist nur eine Theorie von mir. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas in dem System, das erkennt, dass du versuchst, absichtlich abzukacken. Ich habe keine Ahnung. Genauere Änderungen und wie die Punkteverteilung später sind, muss man dann in den Patchnotes abwarten. Jetzt habe ich noch eine Information. Es kann nämlich sein, dass wir demnächst, vielleicht schon in Season 13, ich gehe aber von später aus, einen neuen Rang bekommen. Soll so aussehen, das ist nur grob in den Gamefiles gefunden worden. Und das soll wohl eher für die Anfänger unter euch im Ranked sein, weil viele beschweren sich natürlich völlig zu Recht. Es gibt extrem viele Smurfer. Und wenn du vielleicht gerade mal so ein Spieler bist, der es gerade bis Gold schafft, nicht weiter drüber hinaus, wird in dem nächsten Split oder in der nächsten Season auf Bronze zurückgerankt oder zurückgestuft, startest du und hast auf einmal trotzdem irgendwelche Dia, Master, Predator Spieler in deinen Lobbys. Sowas gibt es leider. Manche lassen halt vielleicht einfach mal für ein, zwei Seasons Ranked außer Acht, sind aber trotzdem auf dem krassesten Niveau und fangen dann an, in den Bronze-Lobbys bewusst den Aufstieg nach oben zu schaffen oder bewusst werden Smurf-Accounts erstellt, um in den Bronze-Lobbys so richtig den Leuten auf den Sack zu gehen. Und das Unranked soll wohl, also das könnte sein, dass dieser Ranked Unranked heißt, also das ist noch unter Bronze, das soll wohl so eine Art Einstieg sein, um zu verhindern, dass dir irgendwelche Smurfer auf den Sack gehen, wie das allerdings Smurfer davon abhalten soll, in diesen Rang zu kommen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ein allgemeiner Einstieg ins Rangsystem
für blutige Anfänger. So vermutet man zumindest dahinter. Und ich habe noch eins, dafür habe ich jetzt aber keine Beweise. Ich habe es von Thorn Smash gehört. Es kann sein, dass wir in Season 13 nicht wie vermutet die Nemesis Assault Rifle bekommen. Eine vollautomatische bzw. Burst Energy Weapon, die wir wohl scheinbar doch im letzten Trailer gesehen haben. Nicht im Stories from the Outland Trailer, in diesem Bunker auf der linken Seite, wo Bangalore sich an den Waffen bedient, ist eine Waffe, die sieht aus wie die Havoc, aber beim genauen Hinschauen sieht man, es soll wohl angeblich doch die Nemesis sein. Die soll jetzt aber nicht in Season 13 kommen, angeblich wegen Balance-Problemen kann es sein, dass diese Waffe tatsächlich nicht kommt. Ist natürlich besser, als wenn es nachher zu Season 13 zum Release alles so sehr durcheinander haut, wie es damals auch mit der Devotion zum Beispiel war, als sie aus dem Care Package zurückkam, oder die Rampage und so weiter und so fort. Das hat auch ewig gedauert, bis das alles so ein bisschen stabil lief. Das nur noch nebenbei am Rande. Ladies and Gentlemen, ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr von dem neuen zukünftigen Ranked-System haltet, wenn es denn dann so kommt. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob ihr das für gut heißt, dass ihr in den Ranked-Niveaus wieder absteigen könnt. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll, aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.